Hallihallo, meine Freunde, es ist wieder Zeit für eine neue Folge Grand Theft Auto 3. So, wir gehen uns mal die Pistole da eben holen. Zwar wird die uns nicht viel bringen, aber gut, wir nehmen trotzdem was mit hier. Erstmal müssen wir neue Munition uns besorgen. Muss mal eben gucken, wo das war. Ja, hier schon mal nicht. Hier auch nicht. Aber hier. Wow. Erstmal ein bisschen Kohle wieder ausgeben hier. Boah, da hör doch mal auf, hier so einen Stress zu schieben. Hier hin. Der Flughafen-Coup. Thank you for retrieving those packages, but they were only... Ah, doch, das kennen wir. So. Wow. Die Cops fast gestriffen. Fahr mal lieber hier. Mann, ist das wieder neblig hier. Man sieht hier wieder nichts. Jetzt müssen wir warten, bis die Brücke wieder unten ist. Shore Side Wall. Ist das immer noch hier? Okay. Hm.
natürlich ist es hier wieder stockdunkel. So, den haben wir schon mal vernichtet. Komm mal, Kopf hoch. Bumm. Bumm. Einer müsste hier auf jeden Fall noch sein. Jetzt holen wir uns das Päckchen. Bauunternehmen Panlantic. Wir können ja auch einmal versuchen zu fliegen. Was haltet ihr denn davon? Mal was anderes zeigen. Und ich wüsste, wie man abhebt. Ne, das ist mir zu riskant. Wir haben vorhin so viel Munition gekauft. Wir machen es oldschool. Dauert halt einen Moment länger. Aber dafür sicherer. Wie war das doch mit länger? Aha.
Das ist natürlich schlau, was du gemacht hast. Gib mir den Stinger, der ist schön. Mach dich von dannen. Jetzt müssen wir eben kurz warten, bis die Polizei weg ist. So, jetzt ist sie weg. Schade, gibt es eigentlich auch kein Stück. Warte mal, wir könnten doch von hier oben mal versuchen, ein bisschen zu zielen. Ah, der steht hinter der Mauer. Müssen wir mal warten, der kommt gleich wieder. Der kommt da schon. Der ist noch nicht tot, der ist ins Bein geschossen, das bringt uns nichts. Noch mehr irgendwelche hier? Wenn ich das mal wüsste. Deswegen machen wir es mal langsam hier. Ah, damit kann ich drehen. Wow. Hat er mich hart getroffen. Oh, bisse. Na komm. Der dürfte down sein.
Da war noch einer. Den da oben haben wir schon. Den kriege ich sogar mit dem Sharpie, zack. Wow, wir haben sie ja alle diesmal platt gemacht. Let's get this out of here. God knows what it is, but he seems to want it badly enough, so it must be worth something. Hold it! Hey! You! Hey, take it easy, amigo. No es nada, no es nada. I left you pouring your heart out into that gutter! Hey, don't shoot, amigo. No, no, no problem. We all friends. Here, don't be such a pussy! Hey, we got no choice, baby. You always got a choice, you dumb bastard. I'm sorry about the crazy bitch, man. They're all the same, please. Por favor. So, the whore got away. But you've done me a favor. You're not the only one that has a score to settle with the cartel. This worm killed my brother. I never killed no Yakuza! Liar! We all saw the cartel assassin. We are going to hunt down and kill all you Colombian dogs. I'll be operating on our friend here to extract information and a little pleasure. You, drop by later. I'm sure I'll require your services. Please, amigo! Don't leave me here with her, man. She's psycho, chico, man. Please, amigo. Hey, uh-oh. Hey, amigo. Amigo. Selber schuld. Bring das Päckchen zu Donald. Okay, machen wir. Dann bringen wir das Päckchen zu Donald. Zack. Oh, mach doch die Schranke kaputt. Es darf uns nur kein tödlicher Unfall passieren. Vielleicht sollten wir einen Schritt langsamer fahren. Wir haben die Mission geschafft. So, Azuka ist auch wieder da. Okay. A bodyguard in action. You are proving to be a safe investment, a rare thing in these days of falsehood. My Oriental friend will need an escort while he takes my latest acquisition to be authenticated. I want you to follow him and make sure both he and my package get to Pike Creek unharmed. Okay. Aber hier werden wir erstmal ein Folgenpäuschen einlegen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.